Bo ist neugierig und fragt nochmals, wann wir endlich ins Dorf Immenstal reisen, und ich stimme vollkommen zu. Wir sind Helden und man braucht dort Helden. Soweit ich sehen kann, passt das zueinander. Wir müssen dorthin gehen, wo das Böse am meisten nach Prügel verlangt. Minsk überlässt die Entscheidung euch, Talisa, obwohl wir diesen kleinen Jungen nicht enttäuschen dürfen. Wir gehen da auch hin, Minsk. Aber erst einmal haben wir Nalia versprochen, uns um ihr Anwesen zu kümmern, das belagert wird. So, wir haben übrigens auch wahrscheinlich jetzt Handelstreff freigeschalten. Ja, das liegt da. Also haben wir jetzt insgesamt 4 Gebiete außerhalb der Stadtmauern. Und es gibt noch einen Grund, warum ich die Festung der Arnises als erstes mache. Ich möchte meinen Flegel der Jahreszeiten haben. Dann können wir uns an den... Ich bin doof, ich muss doch erst an die Docks. Ich habe ja noch eine Leiche, die ich abgeben muss. Und zwar hier unten am Anwesen der Galvaries. Die Quest kenne ich nämlich. Ich warte. Ein gutes Geschäft wünsche ich euch. Ihr, da ich kenne euch, ihr schuldet ihr Brune Geld, bezahlt mich jetzt. Ich schulde euch überhaupt kein Geld, Freund. Ich schulde euch Geld. Von wie viel reden wir? So viel wie ihr mir geben wollt. Ich bin für alles offen. Gut, hier ist eine Goldmünze, damit ihr über die Runden kommt. Tja, damit wäre ein teurer Schulden bezahlt. Ich werde das als Anzahlung nehmen. Kniet nieder und bereuet! Ihr kniet nieder und betet, dass Cyrik euch zu einem seiner heiligen Diener auserkoren hat. Lasst ab von allen falschen Göttern, denen ihr zuvor geschuldigt, und umarmt den Prinz der Lügen in all seiner Erhabenheit. Nein. Ich habe aber nicht die Absicht, zurückzuhürdigen oder etwas anderes zu tun, was ihr verlangt. Aber ich muss mich doch nicht gleich die Augen ausstechen, oder doch? Und Gerd, werde ich als einer von Zyriks Dienern sicher nicht. Ich werde nicht dem wahnsinnigen Gott dienen. Was, wenn ich schon einer der Gläubigen wäre? Ihr predigt im Chor, dunkler Freund. Ich muss mir nicht die Augen ausstechen, oder? Ihr macht euch lustig über den Prinz der Lügen. Arg! Ich bin bereit. Die Dienerin der Natur ist bereit. Habt ihr einen Plan? Wahrer Blick. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo der Rest rumgammelt. So, ihr drei bitte nach da oben. Und den Rest unterstützen. Wenn sie den Kleriker jetzt nicht gleich selber tot prügeln. Ah, doch, sie haben ihn so tot gekriegt. Einen verrückten Kleriker. Oh, aber er hat ein bisschen Geld und ein bisschen Schmuck dabei. Okay, wir sind wieder alle vollständig. Also ja, ein verrückter Zyrik-Kleriker. Mit Zyrik hatten wir ja schon ein oder zweimal zu tun. Nämlich... Ja, das Zeug könnte ich mal identifizieren. Bolzen plus 2 können verkauft werden. Und das hier dürften Pfeile plus 2 sein. Ja. Dann gehen wir bei Keldorn die standardguten Pfeile rein. Und bei Minsk die Spezialpfeile. Ein Raufbold, okay. Eine... Ja, ihr wisst schon was. Und auch dieser Ort ist ziemlich wieder weitläufig, der Hafen.
Wobei ich keine ordentlichen Docks sehe. Ich sehe hier unten nur ein paar Anleger für Boote und hier ein einzelnes Schiff im Hafen liegen. Da war der Hafen von Baldur's Tor irgendwie erstaunlicher mit viel mehr Schiffen. So, du müsstest Rylox sein, genau. Ja, was gibt Renfield bei Timor? Ich danke, dass ihr ihn hergebracht habt. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Er ist irgendwie vergiftet worden, aber man meint, dass er nicht auf magischen Wegen geheilt werden kann. Er war ganz verzweifelt und wollte hierher gebracht werden. Sag mir, wer ihr seid, was ist das für ein Haus? Ich hätte eigentlich mit einer Belohnung für diese gute Tat gerechnet. Kein Problem, ich habe euch gern geholfen. Nehmen wir mal die 4. Vergiftet bei den Göttern. Ich danke euch, aber ich muss ihn sofort nach drinnen bringen. Hier ein paar Münzen für eure Bemühung. Nochmals danke. Ordentliche Erfahrungspunkte, ein paar Goldmünzen, was aber nicht schlimm ist. Immerhin war das jetzt nur mehr oder weniger ein Botengang. Gut, damit hätten wir das erledigt. Jetzt können wir endlich zum Haus der Amise. Und diese Stimme ist mir bekannt und auch der Spruch. Hallo Xar. Hey da, Dreckspatz, ich will mit euch reden. Ja, worum geht es? Xar, ich bin's Talis, erkennt ihr mich nicht wieder? Xar, ihr seid nicht tot? Also ja, Xar war einer der bösen Charaktere aus Baldur's Gate 1. Und einer der ersten Charaktere, die wir im ersten Akt getroffen haben, zusammen mit seinem kleinen Freund Montaron, den er gern Monty genannt hat. Er ist Nekromant, Montaron ist Kriegerdieb gewesen. Und eigentlich habe ich beide irgendwo mal zurückgelassen. Ja, in Nashkel. Nee, halt, ich habe sie nicht mal aufgenommen. Ich war unhöflich zu den beiden. Xar, ihr seid nicht tot? Schon möglich. Sowas passiert, wenn man gezwungen ist, sich mit Blödmännern abzugeben. Wenn Monty hier wäre, könnte er es genau sagen. Bah, es ist egal. Ich habe gesehen, dass ihr euch mit den Hafnern abgegeben habt. Aber es ist offenkundig, dass ihr selbst kein Hafner seid. Dann seid ihr bestimmt bereit, mir einen Dienst zu erweisen, indem ihr sie beobachtet. Welcher Hafner? Wovon redet ihr? Die Hafner, denen ihr den vergifteten Mann ausgeliefert habt. Oder wart ihr zu blöd, um zu wissen, dass sie Hafner waren? Ich benötige eure unzulänglichen Dienste für einen Auftrag. Der vergiftete Mann war ein Hafner? Das ist eine Organisation, die Gutes tut, Kadisa. Ungeachtet dessen, was ihr vielleicht hört. Ich würde keinen einzigen Versuch dieses Kriters dulden, sie zu unterwandern. Ja, ja, aber ich bitte euch ja auch nicht reinzugehen und alle abzuschlachten, oder? So verführerisch auch das auch sei, mag ich bin doch kein so trampliger Idiot, wie eure Freunde vielleicht annehmen. Was genau wollt ihr dann von mir? Ich werde nicht riskieren, den Hafner vor den Kopf zu stoßen, egal was ihr mir versichert. Ich habe kein Interesse daran, irgendetwas für euch zu tun, Xar. Nehmen wir mal das Mittlere. Ich habe euch doch nicht darum gebeten, irgendjemanden zu töten. War ein einfacher Einsatz aus Gründen der Gnade und ihr bringt das nicht übers Herz, diese Aufgabe zu erledigen. Wo ist euer Mitgefühl? Da, wo eure auch ist, vermute ich. Ich lasse mich nicht dazu überreden, irgendetwas gegen die Hafner zu unternehmen. Bis später. Was genau soll ich für euch tun? Mein Freund Montaron ist von diesem lästigen Hafner als Geisel genommen worden. Ihr sollt in das Gebäude gelangen und Monty für mich finden. Ihr wollt, dass ich mich in ein... Also, in Ordnung. Ich sehe mal, was ich tun kann. Ich verstehe. Und was springt für mich dabei raus? Ihr wollt, dass ich mich in diesen Stützpunkt der Hafner einschleiche. Und was verhindert, dass ich genauso ende wie Montaron? Ich habe euch sowieso nie gemocht, Zar. Vergesst es. Ich habe keine Zeit, diese Aufgabe für euch zu erledigen. Nehmen wir mal die 3. Ihr seid diejenigen, der sie kennt. Sie werden euch nicht töten, nur weil ihr nach dem Verbleib von einem Spion, Dieb forscht. Bah. Ja, Xar ist nicht gerade der Netteste, also kann ich auch fragen, was ich dafür kriege. Eine Belohnung? Ist es nicht Belohnung genug, einen Gefährten in Not zu retten? Bah, na gut, für eure Bemühungen sollt ihr eine Belohnung, Gold und auch etwas anderes haben. Ich habe ein paar bestimmte Informationen, eure Freundin, die von den verrückten Magiern mitgenommen worden ist. Ich weiß, wo sie ist. Erfüllt meinen Auftrag, ich werde euch sagen, wo. Hehe. Ja, gut. Wir tun es einfach mal, wenn Xar uns und Montaron uns irgendwie übers Ohr hauen, dann machen wir die beiden halt kalt. Hervorragend, geht zu dem Gebäude und kommt zurück, sobald ihr ihn gefunden habt.
kleinen Halbling-Dieb, sogar jemand mit intellektuellen Fähigkeiten könnte ihn verpassen. Ja, das Rätsel um Montaron ist ein neuer Tagebucheintrag. Das kennen wir alles. Tierische Probleme in Handelstreff. Ich habe zugestimmt, dass sie der südlich von der Tatla gelegenen Stadt Handelstreff zu helfen. Sie leidet unter einer seltsamen Belagerung durch Tiere. Die örtlichen Druiden stehen natürlich primär im Verdacht. Der Hohnhändler Logan Copred hat vermutlich weitere Informationen für mich. Und ja, ich sage immer Hohnhändler, auch wenn es hohe Händler heißt. Korgan und das Buch, Galen Bates Honorar, Todesfälle auf der Jagd nach dem Typen, gefallene Paladine, Kult der Augenlosen, das Rätsel um Montaron. Ich habe tatsächlich Saar getroffen. Er hat mir gesagt, dass der Ort, zu dem ich den vergifteten Mann gebracht habe, eine Festung der Hafner ist. Sein Gefährte Montaron ist vor mehreren Tagen hineingeschlichen, aber noch nicht wieder aufgetaucht. Ich habe mich bereit erklärt, mit den Hafnern zu sprechen und versuchen herauszufinden, was mit dem lästigen Halblingsdieb geschehen ist. Ja, ich habe den vergifteten Mann Renfield rechtzeitig zu seinem Freund Wylock gebracht. Der war äußerst froh, seinen Freund zu sehen. Obwohl der eigentlich tot war. Gut. Es gibt leider nur diesen Ausgang aus dem Viertel. Also werden wir den auch nehmen. Da ist ein Tempel von Ogma. Da ist Valikas Haus. Das werde ich mir allerdings noch nicht ansehen. Ich könnte mir auch den Ausgang aus dem Viertel ansehen. Ah ja, diesen Ausgang aus dem Viertel nehmen. Und ja, wir wissen bereits, das Hafenviertel wird von den Schattendieben kontrolliert. Deswegen werden wir hier statt normalen amnischen Wachen halt Raufbolde der Schattendiebe sehen. So wie der hier zum Beispiel. Das ist ein Schattendieb. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Ja, was denn? Ihr da? Seid ihr mit Gelb befreundet? Mein Anführer sagt, dass ihr eingeladen seid, hier reinzukommen, wenn ihr mögt. Okay, wir dürfen also wohl die Gilde der Schattendiebe, die einfach so öffentlich hier rumsteht, betreten. So, aber jetzt wollen wir endlich wirklich mal die Festung der Anrisses sehen. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch! Ich versuche immer mein Bestes. Ein paar Orks. Ich muss meine Hexe verteidigen. Sklavenhändler ist im Todenau. Kümmert euch erstmal um die, die. Okay, die Orks sind größer als erwartet. So. Gut, hier war noch einer. Ihr müsst auf euch aufpassen. Ich werde nicht immer da sein, um euch zu verbinden, wenn ihr so schwer verwundet seid. Ich bin ebenfalls ein Heiler, Yahera. Was nützt eure Zauber jetzt? Ihr solltet nicht so verschwenderisch sein und sie nicht alle auf einmal vergeuden. Ja. Und stottert bitte nicht, das passt gar nicht zu euch. Okay, da ist der letzte Ork. Jemand in der Gruppe ist verletzt und benötigt Fürsorge. Eri, seid ihr in Ordnung? Es tut weh, Nalia. Wir benötigen hier einen Kleriker, sie ist verletzt. Es ist schon in Ordnung, ich kann die Fälle mich selbst heilen. In Ordnung, Eri, aber seid vorsichtig da draußen. Ja. Ich war, was immer ihr wünscht. Ah, sonst hat sie nichts zu sagen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Wurde aber auch Zeit.
Dann heilen wir mal ordentlich. So. Die Dienerin der Natur ist bereit. Was hat sie noch an? Heilzaubern? Keine mehr? Okay. Wie kann ich helfen? Ich warte auf euren Befehl. Ich warte.